Yo Leute, heute aus dem Praterpark bzw. WU Campus Gelände. Wie ihr seht, befinden wir uns auf einer Tischtennisplatte. Jetzt mögen sich manche gescheiten Geister von euch fragen, wieso sitzen die beiden auf einer Tischtennisplatte? Und Kirill, sag's ihm, wieso sitzen wir auf einer Tischtennisplatte? Weil Maxim und ich die Tischtennis-Pros durch und durch sind. Früher in der Kindheit im Ghetto Tischtennis gespielt, dort hieß es Gewinn oder Stirb. Wir beide haben überlebt, viele sind gestorben und heute liefern wir uns das Duell der Duelle, aber nicht vor Kamera, weil, das würde unschön enden. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Nein, aber der Punkt ist ohne Scheiß, also ich habe früher den Kirill immer in Hannover besucht und wir waren bei unserem Vater immer und das war so eine Plattenbausiedlung nur mit Ausländern und dort waren in der Mitte so Betontischtennisplatten und da waren zweimal am Tag, jeden Tag, egal bei welchem Wetter, so Russen, so Rentner überwiegend, so ein paar Jugendliche. Und die haben dort immer Tischtennis gespielt, so 2 gegen 2, Vierer Kampf, mega hardcore und wir haben dort Tischtennis spielen gelernt und sind deswegen jetzt Profis geworden und zocken alle ab. Aber eigentlich wollten wir über andere Dinge reden. Genau, und zwar, jetzt sind wir schon wieder abgeschwiffen, es ist schon länger kein Video mehr gekommen. Unter anderem, weil wir Stress mit einem anderen Video, was wir jetzt nicht veröffentlicht haben und nicht veröffentlichen werden, hatten. Und da möchte ich auch nicht näher ins Detail eingehen, sicherheitshalber. Aber auf jeden Fall durften wir es dann nicht veröffentlichen, was sehr schade war, weil das Video war echt ganz interessant. Ja, und sonst haben wir halt mega viel Stress auf der Uni. Für die, die es nicht wissen, Kirill studiert Journalismus und Medienmanagement, um Kriegsreporter zu werden. Nein, Spaß. Ist ein ziemlich einfaches Studium. Egal, was ich heute erzählen. Und ich studiere. Das will ich gar nicht so. Also, was jetzt einfach. Ja, es ist entspannt. Aber wir haben sehr viele Abgaben. Wir haben zwar wenig Prüfungen und sowas, aber wir müssen voll viel schreiben. Labert. Das ist so Kindergartenniveau bei denen. Ich studiere Marketing und Sales. Muss super viel lernen in letzter Zeit. Und ja, also ich glaube, die meisten wissen es eh. Also, früher war ich kurz am Juridikum und ich war leider nicht nur kurz auf der WU. Wir haben beides abgebrochen und sind jetzt beide auf der Fachhochschule. Also, jeder, der sich mal darüber Gedanken gemacht hat, ob er auf die Fachhochschule gehen sollte, wir können es nur empfehlen. Das ist echt cool. Beide Studiengänge erfüllen uns mit Freude. Ja. Naja, und so kommen wir auch gleich zu einem weiteren Punkt, den wir euch nicht vorenthalten möchten. Ganz genau. Und zwar, wir beide werden Auslandssemester machen. Nicht gemeinsam, getrennt. Lufisch trennt sich für ein halbes Jahr. Ja. Hab richtig gehört. Ja. Die Wahrheit ist, wir mögen es nicht mehr. Ja, es kriselt es hinter den Türen oder hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen. Hinter den schwedischen Gardinen. Ja, genau. Also wir fahren ins Auslandssemester. Ich voraussichtlich, also sehr wahrscheinlich, wenn ich es jetzt nicht verscheißen sollte, nach Chile. Und Maxim ist nämlich in Kanada. Jo. Ich in Santiago de Chile, Maxim in Vancouver. Ja. Und das wird super cool, wir freuen uns, sind gespannt, ein neuer Abschnitt in unserem Leben und so weiter und so fort. Ich freue mich schon, dass wenn wir dann beide zurückkommen, ich mit Kirill Spanisch reden kann, weil wie einige von euch vielleicht wissen, ich war mit 17 ein Jahr lang in der Karibik, in Santo Domingo, in der Dominikanischen Republik, so schüleraustauschmäßig und deswegen labere ich gelegentlich den Kirill Spanisch zu und er tut immer so, als würde er es verstehen und sagt immer, si. Aber in einem halben Jahr könnte er es wirklich verstehen dann. Und Spanisch ist super leicht, nach 3 Monaten wird er es können, weil es ist echt keine späte Sprache, vor allem wenn man drüben ist. Also jeder, der eine Sprache lernen möchte oder lernt und irgendwie demotiviert ist oder sowas, weil es in der Schule nicht so klappt mit den Vokabellisten, ganz ehrlich, im Ausland ist alles einfach immer besser. 3 Monate und ihr könnt Spanisch. Ohne Vokabellisten zu machen. Ich war auch nie gut in der Schule, wenn ich Französisch hatte oder Latein oder so. Kirill war auch immer grottenschlecht. Aber im Ausland geht sowas easy. Kann ich nur weiterempfehlen. Ja, voll. Und wie das da nämlich ablaufen wird, weil natürlich können wir dann nicht mehr zu 2 Videos drehen und unsere Interviews wird schwierig hier auf Deutsch zu führen. Da haben wir uns nämlich Folgendes überlegt. Einmal werden wir vorproduzieren. Wir werden versuchen, so viel vorzuproduzieren, wie es nur geht. Heißt, und das dann halt irgendwie immer wieder dann veröffentlichen über die Zeit hinweg. Die Videos, die dann halt kommen werden, die Interviews, die sind dann noch aus Wien, die haben wir dann aber halt jetzt in der nächsten Zeit, drehen wir die dann halt ab, damit wir genug Material für später haben, um die immer wieder einstreuen zu können. Werden natürlich auch nicht so aktuelle Sachen sein, sondern generell lustiger Schritt, den wir so finden. Und die zweite Sache sind dann Vlogs, da werden wir vloggen, Maxim aus Vancouver, ich aus Santiago de Chile. Kann auch ziemlich witzig werden, da wir halt gegenseitig herausfinden werden, was der andere denn so treibt. Die werden es ja auch vorher nicht sehen. So. Genau. Also die Vlogs. Über den Kanal. Also das wird ganz cool, glaube ich. Das könnte ziemlich cool werden. Freust du dich schon? Ich freue mich. Freust du dich? Sowieso. Fun Fact, in Vancouver ist ein Drittel der Bevölkerung, ich glaube es war ein Drittel, sind Asiaten tatsächlich, obwohl es in Kanada ist. Ja, jetzt wisst ihr mehr. Und ich habe letztens ein Musikvideo gesehen.
Ich blende das kurz ein. Eingeblendet. Jetzt sind wir wieder da. Yeah. Nee, auf jeden Fall, ohne Scheiß, das ist in Toronto. Ich habe mir Kanada anders vorgestellt. Ach, das ist das? Yeah, das ist eine. Ja. Vor allem, ich habe da schon, was wusste ich, was du nicht wusstest? Da gab es doch irgendwas. Was redest du? Meinst du dieses Guala-Video? Ja. Yeah. Nein, dass es Dominikaner waren. Waren das Dominikaner? Ja, voll. Der genau. Kerl hat das Video gesehen, hat er sofort erkannt, dass es keine normalen Schwarzen sind, sondern Dominikaner und Puerto Ricanos. Recht. Obwohl Maxim dort war und ich nicht. Nee, ich hab's ja auch sofort gesehen. Also es wird cool und vielleicht komme ich dich besuchen, vielleicht auch nicht, wenn ich keinen Bock auf dich habe. Weil ich überlege mir halt entweder, also nach meinem Auslandssemester, das endet im Dezember und ich hätte dann Januar Zeit zum Reisen oder so, Option Nummer 1 wäre, ich fahre die Westküste runter bis nach L.A., also durch Portland, Seattle und so weiter. Option Nummer 2 ist, ich fliege nach Toronto, dann fliege ich von Toronto nach New York City und von New York City fliege ich zurück. Das ist ziemlich cool. Ich wollte schon immer nach New York und Toronto ist sicher auch cool, vor allem wenn ich schon mal dort bin. Aber das ist halt dann Winter und ich weiß nicht, ich glaube, New York wäre cooler, wenn es nicht gerade zugeschneit ist. Ja. Und die dritte Option nämlich wäre, ich fliege einfach runter nach Kolumbien oder sowas und treffe den Kirill in Kolumbien, was super cool wäre, weil ich wollte schon immer nach Kolumbien. Ist, glaube ich, das coolste Land Lateinamerikas. Mit Brasilien zusammen, vermute ich mal. Also, du warst zwar nirgendwo von den beiden Ländern, aber vermutest du einfach mal. Ja, ich kenne mich halt aus, weißt du, ich sehe mir Dinge an, ich rede mit Menschen. Also, ja, tatsächlich. Alles klar. So wie ich auch vermuten kann, wie es ist, Auto zu fahren, ohne noch nie ein Auto gefahren zu haben. So wie ich einschätzen kann, dass Autofahren gefährlich sein kann, wenn man besoffen ist, obwohl ich noch nie besoffen Auto gefahren habe. Zum Beispiel. Danke, Maxim, für diesen Einbruch. Gerne. Ja, und halt bezüglich den Vlogs und so weiter, ich hoffe, das wird für euch dennoch cool sein und dass ihr uns nicht verlassen werdet, sondern da bleibt bei uns und mit uns die Reise antreten werdet in fremde Länder und Kulturen. Vielleicht gibt es ja noch Indianer und Gold, wer weiß. Mal schauen. Ihr kriegt ein bisschen was ab vom Gold, wenn ich was finde. Du hast Gold gesagt, oder? Indianer und Gold? Was habe ich sonst gesagt? Ich war mir da nicht sicher, ob du Gold gesagt hast. Sondern, was hätte ich sonst gesagt? Ich habe die ganze Zeit überlegt, aber ja, ich frage dich als halber nach. Gold. Weil ich für so. Juwelen. Ja. Und kommen wir dann zum letzten Punkt auf unserer Liste. Wir haben da nämlich aufgeschrieben, was wir dann alles erwähnen wollen. Und da schaue ich gelegentlich mal hin, um den Faden nicht zu verlieren. Und zwar... Er ist nämlich schlecht im Improvisieren. Ja. Maxim ist Improvisationskünstler im Gegensatz zu mir. Bei mir ist alles durchgeskriptet. Ich habe den Text, den ich auch gerade sage... Der hat den ganzen Tag geübt. Nein, der ist unter der Kamera. Da, und da lese ich und du hast ihn den ganzen Tag geübt. Glück das auch. Das ist okay. Jetzt ist es raus. Heute Morgen ist er aufgewacht. Heute wird ein Video gedreht. Ich muss den Text auswendig lernen. So läuft das. Ja. Nein, aber... Ja, und zwar Zuschauertreffen. Ja, weil viele von euch gefragt haben, wir würden das auch gerne machen. Und wir haben uns überlegt, nächste Woche Freitag am Donaukanal. Das Datum steht hier irgendwo unten. Und natürlich ist es ein bisschen wetterabhängig. Wir vermuten mal, dass das Wetter da gut sein wird. Falls es nicht gut sein wird, dann, wir werden so oder so auf Facebook nochmal schreiben, 2 Tage vorher, ob das stattfindet oder nicht. Und wir werden 2 Tage vorher noch ein ganz kurzes Video hochladen, wo wir sagen, jo, in 2 Tagen Zuschauertreffen. Falls es nicht stattfindet, checkt einfach Facebook aus, beziehungsweise, falls es nicht stattfindet, laden wir ein Video hoch, wo wir ein neues Datum sagen, was wahrscheinlich eine Woche später sein wird. Aber jetzt erstmal der Plan, in 1,5 Wochen, genau, am Freitag Zuschauertreffen. Wir treffen uns dann irgendwann am frühen Abend, genau, um 6, 7, 8 oder sowas am Donaukanal. Und setzen uns irgendwo hin, wer ein Bierchen trinken mag, trinkt ein Bierchen, wer ein Club Mate trinken mag, trinkt ein Club Mate, wer Wasser trinken mag, trinkt Wasser. Ganz genau. Und wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich erscheint. Wir haben auch keine Ahnung, wie viele Leute kommen würden. Deswegen schreibt auch mal in die Kommentare, wer denn Lust hätte, in Wien natürlich ist das dann, wer Lust hätte vorbeizuschauen und wer denkt, dass er da ist, damit wir irgendwie einschätzen können, ob wir dort alleine sitzen werden. Oder mit einer anderen Person. Ja. Oder mit 2,5 Leuten zusammen. Ja, genau. Ja, deswegen gibt es. Ja, jeder kann vorbeikommen, also einfach nur zum Quatschen oder sowas. Mhm. Ist ja alles nicht so fancy da. Ja, also wer schon mal Fragen hatte oder sowas, über egal welches Thema, die kann er mit uns besprechen. Ja, genau. Ja. Und sonst, danke euch fürs Zuschauen. Ich würde sagen, das war's dann auch, oder? War's das? Ja. Dann danke euch die Infos. Ne? Ihr wisst Bescheid, bei Facebook wird nochmal, schreiben wir nochmal alles, konkretisieren das Ganze. Und ja,
Schreibt in die Kommentare, ob ihr kommt. Schreibt generell in die Kommentare, also dass ihr zum zweiten Mal, dass wir wieder so einen Talk machen, weil uns hat das letzte Mal auch ziemlich viel Spaß gemacht. Und vor allem danke für das Feedback, was ihr uns damals geschrieben habt. Übrigens, da kamen so viele Nachrichten. Das war echt super cool. Ja, also hat mich super, super gefreut. Noch eine Sache, die mir eingefallen ist, das war, wir haben uns schon ganz am Anfang, bevor wir mit Bluefish angefangen haben, hatten wir uns eine Idee für ein Format. Und zwar haben wir uns gedacht, Kirill und ich setzen uns mit so zwei Klappsesseln und so einem kleinen Plastiktisch oder whatever irgendwo in Donaukanal zum Beispiel oder im ersten Bezirk, Hilferstraße, egal wohin. Und mit einer Thermoskanne oder mit ein paar Flaschen Bier oder so. Und jeder, der möchte, kann sich zu uns hinsetzen und mit uns quatschen. Wir filmen das Ganze. Also dann stellen wir das relativ ungeschnitten oder geschnitten, keine Ahnung, egal, wir stellen das dann online. Und das hat dann so ein bisschen Interviewcharakter, ein bisschen einfach nur so Talk. Damals haben wir uns gedacht, okay, wir haben eh nur 100 Views pro Video und wenn wir sogar Comedy machen, das heißt, wie viele Views hätten wir erst, wenn wir einfach so random Gespräche führen würden auf der Straße mit Passanten. Jetzt haben wir uns gedacht, vielleicht würde es ja Leuten gefallen, deswegen würde ich mal fragen, würde euch das gefallen? Mhm. Also was haltet ihr von der Idee, dass wir uns einfach irgendwo hinsetzen und Leute sich zusetzen können? Und da ist halt ein Platz frei, wo sich immer eine Person dazu setzen kann, ganz random. Vielleicht brauchen wir jemanden dann, also eine Freundin von uns oder sowas, die Leute aktiv anspricht oder sowas, damit sie sich zu uns setzen. Irgendwie sowas, müssen wir überlegen, wie wir das machen. Ja. Aber könnt ihr da reinschreiben, ob euch das interessieren und, würde. Da haben wir auch, überlegt, auch gerne auch Gäste auch noch einzuladen, dass wir dann zusammen zu dritt sind und eine vierte Person sich dazu setzen können. Das wäre ganz cool, dann kommen dann irgendwie YouTube, andere oder generell Leute, die einfach irgendwas zu erzählen haben, die interessant sind. Es werden dann halt eher längere Videos und da geht es mehr so um das Gespräch an sich und jetzt weniger um einige kurze Jokes oder sowas. Also, dann sind wir wieder abgeschwiffen, aber das war's. Und dementsprechend bleibt cool, so wie ihr seid und bis zum nächsten Mal. Bang, bang, skit, skit. Motherfuckers. Nice.